Lass uns doch das Anwesen verkaufen. Ich bin doch für diese Art zu leben überhaupt nicht geeignet. Hilde Krings erbt von ihrem verstorbenen Onkel Alfred ein landwirtschaftliches Anwesen. Dieses Erbe kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, findet Hilde, denn ihr Mann Karl ist arbeitslos. Ist das doch, hey, ein Sechser im Lotto? Ha! Ein Sechser im Lotto wäre es, wenn wir den Hof verkaufen und mit dem Geld im sonnigen Süden neu anfangen würden. Ich könnte dann noch einige Erfindungen machen und wir hätten das allerschönste Leben. Hilde möchte mit Karl und Tochter Heike den Hof alleine bewirtschaften. Das passt Karl, der als Manager nur Büroarbeit gewohnt ist, überhaupt nicht. Was? Ja. Ich soll Kuhställe ausmisten? Ja. Auf keinen Fall. Ich muss hier schnellstens weg. Auch Tochter Heike wäre lieber in der Stadt geblieben. Und außerdem haben beide auch keine Ahnung von Kuh, Schwein und Co. Was? Helfen der Sache. Die sind gar nicht begeistert. Aber ich hoffe, das wird noch. Kann mir mal einer erklären, warum diese Tiere da so brüllen? Das ist ganz einfach. Der Koido, der muss gemolken werden. Ach, das sind Kühe. Wir sind doch hey auf dem Land, da lebt man nicht so drin. Und wie bitte läuft man auf dem Land herum? Das zeige ich dir gleich. Ich warte nur noch auf deinen Vater, der probiert gerade, der Kisch seine neue Arbeitsklammer. Karl möchte auch gerne wieder seinen Erfindergeist aufleben lassen und sein einfallsreiches Hobby ausüben, für das er bei der vielen Arbeit kaum Zeit findet. Klaus Müller, der Bauer vom Nachbarhof, steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. Die Alte war doch viel zu langsam. Das dauert doch viel zu lange, bis alle 20 Kühe gemolken sind. Und jetzt dauert es noch viel länger. Jetzt können wir den Allansen vor Hand melden. Falsch, mein lieber Klaus. Jetzt geht das alles viel schneller. Ich habe nämlich den Motor der Melkmaschine frisiert. Um ungestört dem Hobby nachgehen zu können, begeben sich beide auf eine Pilgerreise. Ich habe die Idee. Oh, wir pilgern. Angeblich. Alle mal uns. Das Chaos beginnt erst richtig, als sie das Haus verlassen mit den Worten: Wir sind dann mal weg. Die Theatergruppe Filmer setzte mal wieder ein Ausrufezeichen mit ihrer grandiosen und äußerst erfolgreichen Aufführung zum 20-jährigen Bühnenjubiläum. Ich mache auf keinen Fall den Mund auf, ey. Los, mach mal! Mit der Komödie von Jonas Jetten, Wir sind dann mal weg, bewies Ingrid Pohl mal wieder ihr sensibles Gespür für die auf den Leib geschneiderten Rollen ihres Ensembles. Man sagt ja leichter, du Rindvieh, als sie Rindvieh. Da bist du ja ganz lustig, hä? Ein Bär und ein Zug sie ausgerechnet, hey, bei uns. Wenn er dir das sagt, Anna, hey, der Spiegel, der hat mit uns geschwätzt.
erzähl mir doch so kein Blödsinn. Spiegel können nicht schwätzen. Was hast du da alle Beine schon wieder umgestellt? Ja, gar nichts. Ich habe nur die Arbeitsvorgänge ein wenig beschleunigt. Der Erfolg und das Können dieser Laienspielschar ist mittlerweile über die Grenzen Villmars hinaus bekannt. Da war es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass die Karten für die beiden geplanten Vorstellungen in kürzester Zeit vergeben waren. Stopp! Das mache ich. So wurde dann auch sehr zeitig beschlossen, noch eine dritte, zusätzliche Vorstellung zu geben. Und auch diese war nahezu ausverkauft. Hör mal, Anna. Als Vierjähriger war ich Stadtmeister im Drehtraktorfahren. Die Laiendarsteller setzten das Stück unter der Regie von Ingrid Pohl höchst professionell um, als hätten sie die Schauspielkunst von Kindesbeinen an gelernt. Verlernt man nicht, wenn das da mal gut geht. Mit Sascha Schmidt hat es diesmal einen Debütanten auf der Bühne gegeben. Er brillierte in seiner Rolle als Thomas Müller und gewann im Handumdrehen die Herzen der Zuschauer. Dass er das erste Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gestanden hat, mochte man ihn ob seines Könnens nicht so recht abnehmen. Wenn ich ehrlich bin, jo, ich bin auf Deich geworden. Mensch, Thomas, wir sehen uns doch erst heute Abend. Aber das dauert ja noch so lang. Hattest du schon solche Sehnsucht? Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, wie ich leide. Und auch die für die Technik zuständige Susanne Trumpfeller bereichert nun zukünftig als neues Mitglied die Theatergruppe Filmer. Ja und? Wie weit pilgern wir denn? Oder besser gesagt, was für ein Weg? Natürlich der Jakobsweg. Nein! Wir sind dann mal weg. Das Publikum jedenfalls war begeistert und klagte über schmerzende Lachmuskeln. Der tosende Applaus war dann auch der höchste Lohn für die einjährige Vorbereitung und die vor der Premiere täglich stattfindenden Proben.